Wir haben einen Plan. Ganz, ganz, ganz genau. Und zwar ist der heutige Plan, ich weiß nicht, ob wir es heute schaffen tatsächlich, aber der Plan ist es, unseren Drachen zum Schlüpfen zu bringen. Ja, tatsächlich, ich habe es endlich rausgefunden. Leute, willkommen zurück bei Bettercraft. Wir haben endlich rausgefunden, wie wir an den Drachen kommen. Ja, und ich hätte vielleicht einfach mal diese Bücher hier lesen sollen, ne? Also wenn wir jetzt hier einfach mal auf Mobs gehen, dann gehen wir auf, wo ist er? Dragon. So, the dragon is the child of the all-known Ender Dragon. You have to hatch the dragon egg. So, hier steht es aber nicht, wie komme ich da ran? Ja, gehe ich einfach auf Next Page. Egg hatching. Haha. After obtaining the dragon egg, you will have to summon and kill the eye to get the fame effect. If Void Z is installed, you have to kill the Void Shadow instead. Jetzt ist die Frage, was ist der Eye? Wo ist der Eye? Wie komme ich zum Eye? Ne? Das Auge. Gehen wir halt nochmal auf Quest. Nicht auf Overworld, ne? Da waren wir ja, da sind wir gerade am Farmen. Aber ich dachte mir halt, jetzt schon wieder in der Overworld hier suchen und so. Muss jetzt nicht direkt zwei Folgen hintereinander sein. Und ich wollte sowieso schon die ganze Zeit diesen Enderdrachen bekommen. Also gehst halt hier aufs End, haha, da findest du The Eye und dann findest du hier den Void Shadow. Und jetzt müssen wir erst einmal den Obsidilith finden hier. Der Obsidilith, found in rare structures in the End. Wenn wir den haben, dann müssen wir einen Schrein bauen. Ich weiß auch schon ganz genau, wie der aussieht, denn wir kriegen auch hier die Materialien dafür. Und dann killen wir das Eye und dann, wenn das Eye fertig ist, kriegen wir ein Portal zum Void und dort, den brauchen wir hier, Leute, den hier brauchen wir. Wenn wir den haben, dann haben wir einfach einen Drachenmount. Inwiefern ich das heute erreiche, ist die andere Frage. Ansonsten machen wir halt einfach nächste Folge weiter. Ist ja auch kein Problem, dafür sind ja mehrere Folgen da, ne? Aber sehr interessant. Ich hätte einfach mal hier diese Bücher benutzen sollen, weil hier sind auch die ganzen Sachen. Hier zum Beispiel hier Mammut und so. Da steht da, wo man es findet und so. Und Necromancer, hier sieht man, wie die aussehen. Hier steht alles drin. Das ist es ja. Das Problem ist, wir brauchen jetzt einen Obsidilith. Und genau dieser Obsidilith, der steht hier nicht drin. Ja, also wird es wieder eine schöne Suche, aber diesmal im End. Ach, schön ist es wieder da zu sein. Ich habe jetzt die letzten zwei Wochen tatsächlich hier Xycraft abgeschlossen und da noch viel Sachen gebaut und so. Und es sah tatsächlich, falls ihr die Folge nicht gesehen habt, ja, die letzte Xycraft-Folge der ersten Staffel, das hat länger gedauert als ursprünglich geplant. Deswegen kam jetzt auch eine Woche nichts. Aber das ist jetzt auch erledigt. Also Xycraft Staffel 1 ist abgeschlossen. Falls ihr Interesse habt, ihr könnt auf den Discord-Server kommen. Und auf dem Discord dann die Welt da downloaden und dann euch die Welt anschauen. Tatsächlich, ja, hier sieht man schon, ich habe es hier schon gesucht, Backpacks. Wie baue ich Backpacks? Ich wollte hier mein Backpack bauen und eine Ender Chest, unbedingt. Dafür brauchen wir ein bisschen Obsidian, also müssen wir uns ein bisschen Lava suchen. Ja, Obsidian abbauen wird wahrscheinlich nie Spaß machen, aber mit Effizienz 5 geht es zum Glück recht flott. So, Obsidian wurde abgebaut, Ender Chest wird gebaut, Ender Chest ist gebaut. Warte, haben wir hier Slick Touch drauf? Oh. Ja gut, dann machen wir es jetzt über den Backpack. Also, wir brauchen eine Kiste und 4 Leder. Dann machen wir das jetzt mal einfach. Wir machen das einfach mal zusammen. Wo ist hier, haben wir Leder? Oh nee. Oh, dann müssen wir wohl, okay, es wurden keine Kühe verletzt. Und dann 4 Leder. Zack, da haben wir Baby Backpack. Und jetzt, wenn wir dem Baby Backpack noch mehr Leder geben. Nee, wie ging denn das dann? Ich hab getrollt. Okay, Baby Backpack brauchen wir nicht. Goodie Bag haben wir trotzdem Erfolg bekommen. Dann machen wir nochmal eine normale Chest. Jawohl. Chest, zack. Und dann einmal komplett ausruhen. Ja. Jetzt haben wir so ein Backpack. Als nächstes brauchen wir für den Plated Backpack Eisen. Also unser Backpack und dann machen wir Eisen drum. Zack. Ich denke mal, der wird immer größer, ne? So ist meine Logik dahinter. Dann Gilded, dann brauchen wir hier einfach Gold. Dann machen wir unser Eisen-Backpack einfach Gold. Haben wir einen goldenen. So, und jetzt tun wir den goldenen rein und brauchen dafür ein paar Diamanten und ein paar Emeralds. Die tun wir dann so um den Backpack drumherum und kriegen einen Bejeweled Backpack.
So, jetzt haben wir richtig Glitzer. Cover me with various gems. Okay, Glitzer, Glitzer. Backpack kommt hier hin. Warte, ziehen wir mal hier das da aus vielleicht. Wäre auch nicht schlecht, ja? So, wie öffne ich denn das jetzt? Wie mache ich denn mein Backpack auf? Ah, das ist cool. Das ist einfach B. Okay. Also meine erste Intuition war B für Inventar. Ich sag's euch, das hier muss in Space Game. Meine Meinung. Wir hatten schon mal einen Short. Ist der viral gegangen? Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall ging es darum, wie man am besten das Inventar erweitern könnte und so. Und ich finde, das hier ist halt eine der besten Ideen. Vor allem, es ist auch nicht so, dass es for free ist. Am Anfang hast du einen normalen Backpack mit Leder und so, kann man sich gut bauen. Dann Iron ist auch nicht so schlimm, Gold ist schon ein bisschen ekliger. Und dann am Ende, wenn du dann Diamonds en masse hast und so, kannst du dir sogar Diamonds in den Rucksack knallen. Und es geht ja hier noch weiter, ne? Es ist ja nicht die Endstufe hier zum Beispiel. Da bräuchten wir einen Netherstern. Einfach einen Netherstern. Oder hier Netherite Ingots. 4 Stück wohlgemerkt. Das ist 4. Das ist deine komplette Netherite-Rüstung, die dann für ein Backpack drauf geht. Und du wirst halt dafür auch belohnt. Du wirst dafür belohnt. Und es ist gut. Ich find's gut. Ja, wunderschön, das End. Aber das hier sieht doch schon mal interessant aus. Was ist das hier? Wir müssen den Obsidilit finden. Und der Obsidilit, der wird absolut wild. Die Teile sind auch richtig krass. Da gibt's so viele Diamonds und so. Ich meine, ich könnte einfach hier so reinfliegen jetzt mit dem Ding. Hier einfach rein. Diamonds rausnehmen. Oh, Karotten. Schaut mal einer an. Einfach abbauen. Diamonds mitnehmen. Karotten mitnehmen. So speedmäßig, ne? Ja, und dementsprechend ist man dann hier gleich wieder weiter unterwegs. Gar kein Problem. Haben wir einfach mal kurz schnell 13 Diamanten gemacht. Und 30 Karotten abgeholt. Da ist schon das nächste. Holen wir uns gleich noch ein paar mehr Karotten. Und dann suchen wir den Obsidilit. Oh, das ist was anderes. Oh, das ist hier was anderes. Oh, das ist hier was ganz anderes. Ich muss kurz mal den Ding hier abbauen. Na, ich muss hier kurz mal wegfliegen. Oh Gott. Okay, alles gut, alles gut. Das hier ist ja was ganz anderes. So, abgebaut. Haha, gedespawned. Wir sind einfach besser. Schauen wir mal, was gibt's hier noch? Ah, super. Wir haben auch irgendeinen Erfolg bekommen. Das sind wirklich interessante Gegner. Die haben irgendwie einfach einen Spawner als Kopf oder so. Das ist immer so eine Sache, hey. Es ist immer wieder dasselbe hier in Bettercraft. Ich suche eigentlich irgendwas und finde hier irgendwas komplett anderes. Spawner weg. Spawner weg. Okay, und wir sind smart. Wir fliegen jetzt einfach mal ein bisschen weg. Ja, wir machen es uns ganz einfach, ne? So. Da oben ist nochmal ein Spawner. Gar kein Problem hier, gar kein Problem. Das brauchen wir eigentlich nicht. Oh, wir haben Wither Skeleton Skull. Einen. Let's go. Das ist gut bei diesen ganzen komischen Sachen hier. Ich weiß noch ganz genau, ich habe so viele Wither Skeletons umgelegt. Und es ist nicht ein Wither Skeleton Skull haben wir bekommen. Von dem Ganzen. Und nochmal ein Soulstar, auch richtig gut. Nehmen wir natürlich alles mit, nehmen wir alles mit. Ich sollte mich nicht so sehr ablenken lassen, sonst kommen wir hier überhaupt nicht weiter. Mach mal weg hier. Zack. Wow. Leute, da waren einfach 50 Diamanten drin. Seht ihr jetzt, warum ich eigentlich die ganze Zeit hier... Ich werde die ganze Zeit abgelenkt. Wie soll ich denn das Spiel so spielen? Also ich mag diese fliegenden Teile. Wir haben einfach über einen Stack Diamanten jetzt gemacht, ne? In no time ein Stack Diamanten und gleichzeitig noch Wither Skull haben wir bekommen. Oh, der ist gone, oder? Oh, der ist gone. Ja, und dementsprechend haben wir hier dieses fliegende Piratenschiff abgeschlossen. Let's go! Sehr, sehr unerwartet. Wir fliegen jetzt einfach mal weiter Richtung... Ah, hier ist auch so ein Ding. Wir schauen uns das mal an. Das ist doch hier... Ist das hier in der Nähe, ne? Mehr oder weniger. Fliegen wir einfach mal dahin. Was ist das hier? Bosses of Mass Destruction. Also das hier ist ein Obsidian-Altar. Was machen wir denn mit einem Obsidian-Altar? Müsste ich wahrscheinlich jetzt googeln.
was ich hier reinschmeiß. Ich mach das jetzt auch einfach mal. Anscheinend ist das hier genau der Punkt, an dem wir sein sollen. Das hier ist der Obsidilit-Spawn. So, und das ist jetzt ein Boss of Mass Destruction. Sprich, das ist einer der Endbosse tatsächlich. Wir fliegen nochmal rüber. Oder wir fliegen einfach mal hier hin. Keine Ahnung, was das hier überhaupt ist. Gigantisch. Aber es werden ja hier wohl... Okay. Three little birds. Crazy, crazy. Okay, nee. Das machen wir wann anders. Das ist krass. Das machen wir wann anders. Das ist wahrscheinlich eine ganze Folge an sich. Enderman. Ja, hallo, Enderman, genau. Okay, wenn wir den jetzt spawnen, ich mach mal lieber hier Start Recording. Ja, okay, Leute, es geht los. Ich habe keine Ahnung, was jetzt passiert. Da ist er. Okay. Oh, okay. Ich habe keine Ahnung, was der macht. Aber der hat anscheinend unterschiedliche Patterns. Okay, wir müssen ihn mit Nahkampfwaffen angreifen, denke ich mal. Ne, müssen wir nicht. Oh, was ist das? Was macht das? Okay, ich bin verwirrt. Aber wir rennen einfach mal. Oh, ich bin geslowt. Alles ist gut. Muss ich die Dinger hier abbauen? Ich glaube, ich muss das hier abbauen. Wir bauen das einfach mal ab. Ich glaube, die buffen den. Okay. Eins noch. Boah, der macht schon viel Schaden, ey. So. Nehmen wir mal lieber einen goldenen Apfel in die Hand. Okay. Jetzt wieder Damage. Goldener Apfel. Oh mein Gott. Wir haben ihn bei der Hälfte. Boah, das ist ja was. Das ist ja auf einem ganz anderen Level. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich das abbauen muss. Der macht wahrscheinlich einfach immer mehr Damage. Ich muss rennen. Immer moven. Aufpassen, wo ich hinlaufe. Nochmal versuchen, Damage zu machen. Okay. Das ist gar nicht mal so einfach, jetzt mal ganz ehrlich. Hier rauszufinden, was der Boss von einem will. Aber das Schild ist weg, ne? Das Schild ist weg. Also man muss die Teile abbauen. Come on. Okay, alles gut. Haben wir ihn? Come on. Bitte. Bitte nein. Nein, hier. Abbauen. Komm. Abbauen. Ausweichen. Ran. Apfel. los. Oh Gott. Gott sei Dank habe ich so viele goldene Äpfel gefunden. Irgendwo ist noch eins. Komm schon, ich muss das abbauen. Oh Mann, ist so langsam, ne? Come on. Abbauen. Und dich auch noch. Ich muss dich noch abbauen. Los. Das Schild ist weg. Letzter Schlag. Yes! Oh. Obsidian Obliterator. Wow. Krass, das war echt nicht so einfach. Jawohl. Und da sind ein Obsidian Heart drin. Ein paar Obsidian. Aber wenn wir jetzt hier bei Quests... Jawohl. Da ist es. Da kriegen wir jetzt die Rewards. Und mit denen Rewards... Und jetzt müssen wir... Boah, ich hätte nicht gedacht, dass wir den so schnell finden. Gott sei Dank. Also wir haben schon einen richtig krassen Boss gerade hier. Das war einer der Hauptbosse von unserem Abenteuer hier.
Summon at the Eye Shrine. So, wir müssen jetzt das Auge hier summonen. Und das Auge, wenn das jetzt noch schlimmer ist als das andere, ich glaube, da brauchen wir nochmal ein paar goldene Äpfel, um hier mal ganz ehrlich zu sein. Beschwören wir das jetzt hier? Nein, das bauen wir nicht hier, das bauen wir auf gar keinen Fall hier. Nochmal abbrechen. Das Ding, das öffnet ja unser Portal zum Void. Ich glaube, ich baue das einfach hier bei unserem Entry zum End. Und wir stellen es einfach irgendwo hier hin, damit wir einfach hier Platz haben. Und wir müssen eh noch unser Ei abholen. Endrod. Zack, zack, zack. Crying Obsidian. So, und jetzt fehlt nur noch unser Drachenei. So, und da sind wir schon wieder mit dem Ei. Und jetzt schauen wir einfach mal, was passiert. Weil wir werden jetzt dieses Auge spawnen. Okay. Okay. Ungelogen 5 Minuten später. Oh, da ist es! Da ist es! Es geht los! Wie mache ich Damage? Wieso mache ich keinen Schaden auf das Auge? Oh, jetzt geht's los. Okay. Ein fliegender Mob. Also, ein Bogen. Gut, dass wir einen guten Bogen haben. Was passiert hier? Macht das irgendwas? Ich meine, passiert hier noch was? Es hat mich einmal angegriffen. Also, hallo? Auge? Ah, jetzt macht's was. Ich will hier einen Kampf. Nicht eine Zielübung. Also bis jetzt macht's gar nichts, ne? Es hat hier ein paar Sachen gesprengt. Okay. Dieses Auge macht... Es macht zwar was, aber es macht kein Damage. Oh, da ist noch ein... Oh, okay, warte mal. Okay, Moment. Ich hätte vielleicht doch einfach mehr Damage machen sollen. Okay. Wir haben Kill the Eye. Das war aber nicht das richtige Ei, das waren einfach nur Ads. Oh, jetzt passiert was. Kleine Eis, die mich verfolgen. Okay. Weiter geht's. Wir machen Damage. Überhaupt keine Gefahr bis jetzt, dieses Auge. Und somit kommen wir unserem Drachenmount einen Schritt näher. Okay, er hat wieder ein paar kleine abgefeuert. Alles klar. Wir machen einfach Damage auf den Hauptboss. Ah, der hielt sich. Und der letzte Schuss. Das war's. Das muss es gewesen sein. Das war's, ja. Wir haben gewonnen. Wahrscheinlich die Ads. Da ist es. Leute, wir haben's. Wir haben's geschafft. Das muss dann das Portal sein. Das ist das Portal, das uns in den Void bringt. Wie viele Bosse willst du in einer Folge besiegen? Ja, alle. Table of Elevation grants Creative Flight in a 7x7. Oh, das ist so cool. Ey, das ist ja mal richtig cool. Ich würde sagen, wir machen einfach weiter und rein. Void Shadow. Oh, der Endboss. Das ist der Endboss. Wir kämpfen direkt gegen den Boss. Okay, warte. Was mache ich hier? Okay, Moment. Ich habe keine Ahnung, was hier passiert. Und ich will hier nicht drauf gehen. Wie mache ich Damage auf den? Kann ich den anhitten? Anscheinend der nicht. Okay, die Dinger explodieren. Oh Mann, sind das viele. Okay. Die Phase, die momentane Phase ist okay. Die kriegen wir hin. Einfach nur laufen. Okay, der Große macht irgendwas. Okay. Oh nein, wir sind slow.
Ich kann mich gar nicht bewegen. Ah, okay. Wir sind back. Okay, ich habe keine Ahnung, was wir hier machen. Wie mache ich denn Schaden auf den? Vielleicht sammle ich die am besten und dann schieße ich auf so ein Ding, oder? Ich ziehe die jetzt alle hierher. Und dann mache ich das hier an. Na, die kriegen keinen Damage dadurch. Okay, der Boss ist deutlich schwerer. Wie mache ich dem denn Schaden? Ich hätte vielleicht... davor mir irgendwie ein Tutorial anschauen sollen. Wir machen jetzt einfach mal weiter, solange wir können. Und hoffen aufs Beste. Was übersehe ich? Was übersehe ich? Ich habe ihm doch Damage gemacht, aber wie? Wie habe ich ihm Damage gemacht? Mittlerweile sind 20 Minuten vergangen. Ich bin gestorben. Oh mein Gott. Ich habe mein Grab aufgehoben. Wir sind wieder drin und ich habe mir in der Zwischenzeit ein Tutorial angeschaut. Und jetzt wissen wir auch ganz genau, wie es geht. Wir müssen nämlich diese Dinger hier auf die Geschosse müssen wir auf da auf diese Dinger schießen. Jetzt habt ihr gesehen, jetzt hat er Damage bekommen. Und diese Phasen sind recht einfach. Also das Schwerste an dem Boss ist rauszufinden, wie man ihm Damage macht, tatsächlich. Er hat uns besiegt. Ich bin hier wieder reingekommen und er hat immer noch das Leben von vorhin gehabt. Jawohl, da haben wir es erwischt. Wunderbar. Und in diesen Zwischenphasen muss man halt einfach die kleinen Kristalle da einfach ja, zerstören, damit er diese hier wieder spawnt. Boom. So, jetzt sind die Kleinen da, die uns so krass slowen. Die machen wir einfach kaputt. Sollten wir hinbekommen, sollten wir hinbekommen. Warten, bis er neue spawnt. Wir müssen jetzt immer wieder warten, bis er wieder die größeren Kristalle spawnt, damit wir Damage machen können auf ihn. Er ist auf jeden Fall machbar und wir spielen hier gerade gefühlt die Hardcore-Version, weil ich habe ja keine Potions, ich habe gar nichts. Aber ich dachte mir jetzt, den kriegen wir hin. Das kriegen wir auf jeden Fall hin. Wir schaffen das auch so. Wer braucht schon Potions? Wir müssen halt jetzt hier immer wieder warten. Ja, der Slow ist... Oh, das gibt's nicht, ey. Okay, nochmal laufen. Let's go. Und wir sind wieder drin, wir sind wieder drin, wir sind wieder drin. Wo ist mein Grab? Wo ist mein Grab? Wo ist mein Grab? Da ist es, da ist es, da ist es. Abstand, Abstand, Abstand. Easy, easy, easy. Easy, easy, easy. Easy, easy, easy. Kein Problem. Und... Aua. Jawohl, da sind wir wieder drin. Weiter geht's. Weiter geht der wilde Fight. Oha, jetzt regnet es hier einfach. Keine Ahnung, ob das irgendwie was zum Bossfight ändert. Jetzt macht er wieder was. Jawohl, da sind wieder die Sachen, die Damage machen auf ihn. Endlich. Schießt auf mich, los! Jawohl. Kein Problem. Wunderbar. Der hat schon wieder drauf geschossen. Tja, ihr macht euren eigenen Boss kaputt. Man darf ja nie stehen bleiben bei diesem Boss. Ohne Witz. Stehst du einmal, bist du einfach Geschichte. Also den Fight hier werde ich auf jeden Fall cutten. Das ist ja einfach 30, 40 Minuten Kampf. Wir warten hier eigentlich nur auf die nächste Phase, dass er uns wieder die großen Pillars gibt. Der Rest ist gerade einfach nur im Kreis laufen und abwarten. Haha, da ist wieder unsere Phase. Willkommen zurück im Bosskampf. Es sind 10 oder 15 Minuten vergangen. Wir sind wieder am Start. Und können ihm endlich wieder Damage machen. Ganze viermal. Da haben wir ihn jetzt fast bei der Hälfte. Jawohl. Jetzt haben wir ihn bei 50%.
Vielleicht fängt jetzt auch, ich hoffe, da fängt eine andere Phase an. Oh, bitte. Bitte gib mir nicht nochmal 15 Minuten im Kreis laufen. Okay, oh, er hat seine Farbe verloren, das ist ja schon mal was. Können wir ihm jetzt Damage machen? Versuch. Nö, können wir nicht. Schießt auf mich. Jawohl, getroffen. Oh, gleich nochmal eine Phase. Jawohl, Glück muss man haben. Ich glaube, das ist zufällig, ganz ehrlich. Okay. Zack. Ich denke, wir brauchen noch nach dieser Phase noch eine Phase und dann haben wir ihn geschafft. Wir haben ihn natürlich nicht auf Anhieb geschafft, ne? Wir sind zweimal gestorben. Oh, shit. Ach, ich bin einfach besser. Okay, jetzt haben wir wieder die Stunny-Phasen. Also, sprich, wir sind wieder am Clearen von den kleinen Pillars. Oh, what the fuck? Oh Gott, ich sehe nichts. Was passiert hier? Bitte, bitte, bitte nicht. Nein! Was geht hier ab? Heal! Bitte nicht! Ausweichen! Rennen, 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 rennen! Nicht sterben! Nicht sterben! Nicht sterben! Auf keinen Fall sterben! Okay, der Boss war hier. Wahrscheinlich war das so eine kurze Phase, wo ich mit dem Schwert drauf hätte hauen können oder so. Okay, es ist wieder eine Damage-Phase, das ist gut für uns. Okay, getroffen. Wunderbar. Also das ist mit Abstand der schwerste Boss, den ich jemals besiegen musste. Bis jetzt. Und der andere war auch schon nicht ohne. Der Obsidilit. Der war auch cool. Auf geht's. Wunderbar. Ja, und gleich nochmal eine Phase. Ich glaube, das ist die letzte. Wunderbar. Noch zwei Hits. Das war's, oder? Nee. Jetzt kommt der letzte Hit. Er ist fertig! Er hat sich selber getroffen! Er hat sich selber getroffen! Let's go! Let's go! Wir haben es geschafft. Ich glaube, ich bin eine Ender Chest. EP ohne Ende. Noch ein Drachenei. Oh, was ist das? Silk Touch 2? Looting 4? Nehmen wir mit, nehmen wir mit. Source Stone. Leute, ich glaub's nicht. Wir haben den Fame Buff bekommen. Der ist unendlich anscheinend. Wir porten uns hier wieder durch. Oh, wo sind wir? Der Void wird respawnen. Sind wir hier beim Anfang? Ich glaube, wir sind hier beim Anfang, ne? Also der Kampf, der war jetzt härter als angenommen, muss ich ganz ehrlich sagen. Sehr coole Verzauberung, aber meine Zeit ist so knapp. Ich will jetzt einfach nur noch nach Hause. Wir haben es geschafft. Task, enter the Void and kill the Void Shadow. Vielleicht, ja, ich kann mir schon vorstellen, ne, dass uns die Quest hier nicht gegeben wurde, weil wir gestorben sind. Also sprich, wir müssen ihn nochmal irgendwann in Zukunft besiegen, ohne dabei zu sterben. Aber jetzt wissen wir ja, wie der Kampf geht. Jetzt kriege ich das auf jeden Fall hin. Also so wie ich es verstanden habe mit dem Fame-Buff, erkennt das Ei jetzt, dass wir würdig sind und fängt an zu brüten, wenn wir in der Nähe sind. Aber ja, Leute, die Folge ist wahrscheinlich eh schon wieder viel zu lang. Wir sind für heute fertig. Wir haben extrem Fortschritt gemacht. Und nächste Folge, werden wir auf jeden Fall einen Drachen besitzen und uns wahrscheinlich einfach weiter um die Quests kümmern. Das war jetzt krass. Das war jetzt richtig krass. Das war wahrscheinlich der Endboss, der Endbosse fast schon wahrscheinlich. Aber wir haben hier noch andere Sachen. Wir haben hier wirklich noch The Other Side, Twilight Forest. Schaut mal an, da ist ein Haufen Zeug. Was wir noch haben. Neta haben wir auch noch Kämpfe. Und ja, dementsprechend sind wir noch lange nicht fertig.
Ich bedanke mich wie immer ganz, ganz herzlich fürs Zuschauen. Tretet gerne dem Discord bei. Ich fange jetzt wirklich an, jede Folge immer wieder mal Werbung für den Discord zu machen, weil da ist die Community und da verpasst ihr dann auch nichts mehr. Falls es dir gefallen hat, würde es mich freuen, wenn du ein Like da lässt. Und falls es dir richtig, richtig, richtig gefallen hat, kannst du gerne deinen Freunden davon erzählen, denn je mehr Leute hier zuschauen, desto mehr Spaß macht das Ganze auch. Ansonsten wünsche ich dir noch einen schönen Sonntag und wir sehen uns hoffentlich am nächsten Sonntag, wenn es wieder heißt Bettercraft. Thank you.